Dann halt so. So, und schon geht's weiter bei Rise of the Tomb Raider. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Herausforderungen. Wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist, das vermisste Erkundung... Und tot. Klar, alles mitnehmen. Ah, neuen Erfolg. Selber noch nie gehört, so ein Erfolg. Schleichen oder kämpfen? Erstmal Pilze einsammeln. Also erstmal probiere ich es mal mit Schleichen. Wenn das nicht klappt, mach ich auf Rambo. Das ging schon viel besser. Mit einem Pfeil. Wow. Das ist mal ein gutes Versteck. Mich sieht man auch gar nicht. Stealth. Okay. Wie kriege ich eigentlich? Ja, das ist Ausweichen. Ach, das macht's ja automatisch. Die Einheimischen haben Seilfallen gestellt. Sie haben geplant, dass wir ihnen folgen. Das war gar kein Rückzug. Das war eine Falle. Sie sind noch da draußen. Brinker hat's erwischt. Jemand wird ihn runterschneiden müssen. Das ist jetzt blöd, oder? Nee. Ich hoffe mal nicht. Okay. Wer kommt daher? Ja? Jetzt noch ein bisschen weiter zu mir hier. Jawohl. Und der nächste. Da ist wieder was, da ist wieder was. Ich glaube, da war nur noch einer. Soweit ich das jetzt gesehen habe. Ne, sind zwei. Und der kommt nicht her, oder? Na, ja, ja. Nee. Doch, der kommt her. Hm, noch ein bisschen. Na, halt so. Ich bin voll. Also, und der schaut her. Ich bin ans Funkgerät, versucht die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Finte. Sie wollen uns aufteilen. Die Spionage-Crew hat das versaut. Das sind keine Bauern. Ja, das ist Guerillataktik. Sie wussten, dass sie das Funksystem angreifen müssen, sobald wir hier waren. Okay, von der Richtung kann ich nicht hin. Aber. Ich kann von hier aus. Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald fallen gelegen. Sehr schön.
Das klappt eigentlich ganz gut mit dem Schleichen. Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen. Okay, warte, so nicht. Ja, die sind da. Aber ich könnte in die Höhle. Ja. Warte mal, war hier nicht der Bär? Ich glaube. Oh, da kann ich Schaufelmunition und Sprengladung herstellen. Ja, dann nehme ich mal gleich. Das müssen wir jetzt auf die Wände Acht geben. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten. Waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Außer Lara. Na? Ah, ich hab hier schon wieder was. Okay, es war auf jeden Fall nicht die Höhle mit den Bären. Nee, nee. Hier geht's ja nicht durch. Schon wieder was übersehen. Nee, jetzt passt's. Am liebsten würde ich die einen Beine im Rambo-Modus umbringen. Würde. Aber ich schaue, ob ich das auch anders anstellen kann. Theoretisch. Nur eine blöde Frage, wie? Ah, okay, hier sehe ich die Karte. Da geht's weiter. Dokument, okay. Da habe ich ein bisschen was übersehen. Oh ja. Also was mit dem Pfeil kann ich die ablenken? Ja, schau's dir an. Und good to go. Also. Wenn es nicht anders geht. So. Jetzt haben wir alle gekillt.